Halt, stopp! Hier kommt Berlin Battle TV. Berlin Metal Trink TV Trink. Hallo! Willkommen bei Berlin Metall TV. Hallo. Der einzigen Sendung, die in der sogenannten Entbindungsstellung moderiert werden kann. Musst du gerade furzen? Ja. Was? Okay, der war nicht echt. Oh, mein Bein! Sag was. Hallo. Herzlich willkommen zur dümmsten Sendung im Deutschen. Und vor allem die ungelenkigste und unfitteste Sendung. Wir haben. Oh, wir waren heute wieder beim Capoeira. Wir wollen ja auch mal ein bisschen violent dancen gehen. Und uns tut alles weh. Meine Capoeira, also unsere Capoeira-Lehrerin, das ist so eine Big Mama aus Brasilien. Und was hat sie zu uns gesagt? Wenn ihr denkt, das ist ein Tanz, dann seid ihr falsch. Richtig, und dann meinte sie, nicht alles, was ein Loch hat, ist kaputt. Richtig. Aber ich glaube, die ist so blöd, die fällt beim Gardinenbügeln aus dem Fenster. Ja? Du hast gerade gerotzt. Das ist so wack, Alter. Nein, schönen guten Tag, Berlin Metall TV, die schönste Sendung im Netz. Schön, dass ihr, nein, nicht schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das Schönste an der Sendung ist nämlich das Publikum. Was ist das Schöne an Bier? Läuft nicht weg. Bier hat keine Schwiegermutter. Ja, ist gut. Übrigens, unsere Sendung wird ab dieser Ausgabe gesponsert von WC-Witze. WC-Witze 24. Zum Scheißen gibt es dann immer einen Witz dazu. Und weil es unsere Pflicht ist. Weil es unsere Pflicht ist, muss der Raum stinken, wie auf der Toilette. Und wir lesen gleich den ersten Witz vor. Das stinkt wie Sau. Du hast gefurzt, ne? Das muss man immer dazu sagen. Ich habe auch jetzt. Wie heißt ein übergewichtiger Vegetarier? Biotonne. Bertrand Roten. Bertrand Roten. Der geht raus für dich. Mach mal wieder Sport. Berlin Metal TV wird präsentiert von WC-Witze und Jeva. Nee, was haben wir heute Schönes in der Sendung? Heute ist Weltasthma-Tag. Sag mal was dazu. Kein Gott nicht. Ist gut. Lass doch so ein Spray mit. Los. Ja. 7. Mai, Weltasthma-Tag. Heute ist 7. Mai, wie viele aber schon festgestellt haben, so richtig live waren die letzten Sendungen auch nicht. Das liegt daran, dass wir zwar live aufnehmen und alles ungeschnitten senden, aber wir zeichnen das auf für euch. Weil ich wollte es eigentlich nicht verraten. Aber die Qualität ist irgendwie erschreckend gut geworden, nur die Bildqualität. Wenn es euch gefällt, dann schreibt das doch mal bei YouTube hin, und wenn es euch nicht gefällt, dann gebt uns ein Like, oder? Irgendwie so funktioniert Social Media Networking. I like. Irgendwas. Naja, jedenfalls streamen wir nicht mehr live hier aus diesem Loch, weil die Internetleitung ist zu schwach und die Technik ist zum Kotzen. Aber was wir demnächst starten werden, ist ein Google Hangout, so wie unsere Bundeskanzlerin das schon vor ungefähr 3 Wochen gemacht hat. Da gab es ein Google Hangout über Integration und dann saß die Dicke da vor ihrem Laptop und hat mit irgendwelchen Türken gesnackt. Das war ganz gut. Biji Türkistan. Da kommt ja auch was Dickes. Aber dazu später mehr. Das erste Thema von unserem Google Hangout, der wird dann natürlich live übertragen. Ich hoffe, ihr wisst langsam, was das ist. Das ist sowas wie Skype, nur für Coole. Ja, so wie Skype, nur cool. Es wird dann live über YouTube gestreamt und aufgenommen und dann könnt ihr euch das einmal angucken. Und wir haben da schon ein sehr interessantes Thema für den ersten coolen Hangout. Digitales gegen analoges Drum Recording. Da werden wir unter anderem Mark vom Daily Hero Recording Studio da haben. Der bietet
an, eure MIDI-Drums von einem echten Profi-Schlagzeuger eintrommeln zu lassen, sodass es dann auch eben echt klingt. Tobi von Placenta und wahrscheinlich noch Bastian Emich von In Legend. Von In Legend, genau. Und von Canvanto. Also, also eigentlich ja von Canto, weil bei In Legend spielt er ja Klar 5. Klar 4. Und Angela Merkel natürlich auch, weil die hat ja den Hangout erfunden. Ja. Und wie heißt der Chef von Google, Steve Jobs? Ja. Nee, wie heißt denn der? Der Chef von Google. Wie heißt der Chef von Google? Wer es weiß, schreibt uns bitte einen Leserbrief. Googelt es doch mal vorher. Ich würde Google da nicht trauen, ja. In der Frage. Aber Google macht immer so verrückte Sachen, was die heute wohl haben. Warte, ich guck kurz. Ein Asthma-Spray. Ja gut, damit meine Atemwege wieder frei sind, habe ich uns hier mal wieder was Lustiges vorbereitet. Also wir haben uns heute auch mal vorgenommen, mal eine richtig langweilige Sendung zu machen. Uns ist aufgefallen, dass die allgemeinen Massenmedien dazu tendieren, immer schneller, immer mehr und immer bunter zu werden. Dem wollen wir ein wenig Einhalt gebieten. Keiner nimmt sich mehr Zeit für etwas Ruhe. Probiert euch da mal ein bisschen ungewählt auszudrücken. Fotze. Du warst Fußballspielen auch letztens, oder? Ich war Fußballspielen letztens, ja. Mit? Dynamo. So was sagt man nicht. Also man spricht diesen Namen nicht aus, mein Freund. Hertha. Den auch nicht. Die sind ja jetzt zum Glück wieder woanders. Nein, ich war mit... Rasenballsport Leipzig. Rosa Blume Leipzig. Willst du mich hier provozieren? Ja, du warst mit wem? Einer Band, die sich Killswitch Engage nennt, Fußballspielen. Ja. Können die das? Ja, also wer es sehen will, sollte sich noch ein bisschen gedulden. Und dann könnt ihr auch rausfinden, ob ich gewonnen habe oder die. Ja. Aber kommt bald. Aber stay tuned, die Informationen... Wir dürfen nur nicht sagen. Wir dürfen auch nicht sagen, dass Exopan sich aufgelöst haben. Genau. Wir haben es gerüchteweise gehört, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Na gut, wir spielen jetzt, um euch und uns ein bisschen zu entschleunigen und zu entspannen, erstmal eine Runde Mau Mau, ein Spiel aus China. Heißt es Mau Mau, weil es super mau ist? Aber mir macht es ja eigentlich Spaß. Ja. Ich habe mein Pokerface. Oh, hallo, hallo. Du fängst an. Hier, guck. Da schau. Auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit das Desmond. Pass auf, ich bin nicht. Go!
So, Freunde, jetzt sitze ich hier mit Soap, die Nachfolgeband von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ihr heißt Secrets of a Psychopath, abgekürzt Soap. Sprecht ihr damit direkt die Zielgruppe der ehemaligen Unter uns Zuschauer an? Sind wahrscheinlich vom gleichen Alter auf jeden Fall, ja. Vom Altersdurchschnitt auf jeden Fall. Hast du Unter uns geguckt oder Lindenstraße? Nee, ich glaube nee. Du aber? Ja. Die ganze, meine Oma hat das früher mal geguckt, aber ich war da nie so irgendwie der Fan von. Ich habe eher so Bravo gelesen und mir die Nacktbilder von den Leuten angeguckt. Aber nur die Jungs. Nein, herzlich willkommen, Secrets of a Psychopath. Klatscht euch mal kurz selbst Applaus. Hey, fantastisch, danke, dass ihr zuschaut. Nee, wer ist der Sprecher? Ja, es gibt in jeder Band immer einen Sprecher. ich wusste es. Nee, stell euch doch mal kurz vor, weil das dauert sonst ewig. Denn, wie heißt du gleich? Markus. Markus hat keine Zeit, er muss zurück nach Hamburg. Busy, busy. Also so, ich bin Paul, ich bin der erste Gitarrist, sage ich mal so. Ich schreibe die meisten der Songs, bis auch, also die Texte macht Aaron, er ist unser Sänger. Georg ist unser Schlagzeuger. Hier ist Markus, der zweite Gitarrist sozusagen, ohne ihn ehren zu wollen. Und da drüben ist Pato, unser Bassist. Ja. Cool, euch gibt es seit ungefähr 3 Jahren in der Besetzung und ein bisschen hin und her, aber nicht groß. Ja. Zwei oder drei Jahre. Ja. Als wir 11. Klasse waren, ne? Wir waren 11. Klasse, als wir angefangen haben. Ihr kommt beide aus Hamburg? Nein, ich habe früher hier gewohnt und wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Haben wir ein bisschen rumgeknutscht und so. Im Stahlrohr. Nee, und was machst du denn jetzt in Hamburg? Sorry, dass ich darauf rumreite. Ich studiere da und arbeite ich mache ein duales Studium, BWL bei Shell, so eine kleine Firma kennt man vielleicht. Sind das nicht die mit den Ölkatastrophen und so? Nee, das war BP. Ja, BP ist ganz schlimm. Niemals bei Aral tanken. Nein, also so, wir verjagen die Polarbären aus der Arktis und so, das ist ganz böse. Dann haben wir hier mehr, das ist doch schön. Ihr macht Deathcore, Metalcore, wie wollt ihr das selber nennen? Wollt ihr euch benennen oder passt ihr einfach in keine Schublade? Ja, eine Zeit lang haben wir immer gesagt, Progressive Deathcore, richtig, Aaron? Ja. Aber eigentlich, also ich persönlich hasse mal diese Fragen, in welche Schublade ich meine Band stecken würde. Irgendwie ist es sinnlos, weil jeder schätzt uns halt anders ein, jeder hat einen anderen Musikgeschmack, was diese Namen angeht, und eigentlich sinnlos. Aber es ist eine gute Werbung für die Zielgruppe. Stichwort Soap. Man muss dazu sagen, Aaron war gestern noch bei der Drop the Bomb. Du hast durchgemacht, oder? Ja, mit Hamburgern. Ganz coole Leute. Nee, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass man selber seine Musik ja immer anders einschätzt als andere Leute. Man denkt halt immer, ja, wir machen das und das. Aber andere Leute sehen die Musik vielleicht ganz anders. Und das haben wir uns schon ganz oft gefragt. Ja, wie sehen Leute eigentlich unsere Musik? Was? Wie sehen Leute eigentlich eure Musik? Habt ihr ein Video? Wir haben ein Studio-Video, ja. Für unsere damals neue Single, das ist jetzt schon alt. Aber wir gehen bald ins Studio und nehmen auf jeden Fall nochmal eine neue Single auf, bevor wir dann ins Studio gehen und das Album aufnehmen. Ey, ich wollte gerade fragen, euch gibt es seit 3 Jahren, ihr habt eine Single aufgenommen? Und eine EP. Und eine EP, die ist aber jetzt schon ein Jahr alt. Genau, die ist ein Jahr alt. Ja, es ist ein bisschen schwierig bei uns, weil wir halt alle durch Schule und Studium wenig Zeit haben. Und Arbeit, was arbeitest du? Ich arbeite bei Kaisers. Fest, richtig? Nee, als Aushilfe. Na komm, zählt doch nicht. Also bist du Student? Nein. Mann! Reiten wir mal ein bisschen auf Georg. Genau, der Einzige aus der Arbeiterklasse. Das ist doch Tradition. Du auch? Ich arbeite auch, ja. Was, ein Staplerfahrer? Nee, ich bin gerade im Kindergarten. So wie Pato. Pato ist bei mir mit im Kindergarten. Liebe Freunde, Metal war mal cool. Nee, Kindergarten ist doch schön. Könnt ihr den Kindern ein bisschen was beibringen. Ihr geht jetzt bald ins Studio und nehmt ein Album auf. Ist das schon fertig? Wir schreiben zurzeit die Songs. Nee, alles ist noch nicht fertig. Das mit dem Album ungefähr, ja. Also das soll so Ende des Sommers, Anfang Herbst passieren. Also es ist noch eine Weile Zeit. Ja, wie gesagt, also wenn wir Songs schreiben, ich schreibe halt immer so die Songs und dann schicke ich die rum und alle lernen die. Aber irgendwie, es dauert immer noch ein klein bisschen zu lange, bis wir einen Song so komplett drauf haben. Da haben wir uns schon ein bisschen gebessert, aber da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Ja, und also wie gesagt, so spätestens im Herbst wollen wir das Album dann wirklich raus haben. Und es soll dann, also es dauert sehr lange, aber dafür wird dann halt auch wirklich was Fettes bei rauskommen, denke ich.
Wo nehmt ihr auf? Haben wir uns da schon entschieden, weil Simon wieder war. Also die Single nehmen wir jetzt erstmal in München auf, bei einem guten Kumpel von mir. Für den habe ich ein paar Sachen gemacht und der hat uns das halt angeboten. Ja, und je nachdem, wie gut wir das Ergebnis finden, also wir schauen halt rum, wir haben halt durch auch die ganzen Konzerte ziemlich viele Leute kennengelernt, die uns halt auch erzählt haben, da und da kann man gut aufnehmen. Und in Berlin haben wir halt auch schon ziemlich gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Simon, wo wir unsere EP aufgenommen haben. Damaliger Drummer von Madison Affair. Kennen ja wahrscheinlich die meisten. Hat sich jetzt, glaube ich, ziemlich doll aufs Aufnehmen konzentriert und macht zu einem guten Preis echt gute Sachen, kann man nur empfehlen. Und ja, genau. Unsere Single hatten wir bei Mix Berlin aufgenommen. Ganz andere Erfahrung, also auch sehr gut, sehr professionell, ging total schnell. Und die Qualität ist natürlich sehr geil, muss man so sagen. Aber wir müssen halt mal gucken, wo wir jetzt aufnehmen. Also das wird, ist halt auch geldmäßig natürlich die Sache und so. Wollte ich gerade fragen, ihr seid ja eine kleine, was heißt klein, ihr seid eine Nachwuchsband. Wie finanziert ihr das Ganze? Kaisers, Kindergarten? BAföG. Ja, also ich denke mal, Markus kriegt BAföG, richtig? Nee, auch älter, also... Ja, bei Fest, ach ja, stimmt, ist ja dual. Bei mir ist es, weil ich auch studiere, ich studiere Mathematik, studiere ich und ich krieg kein BAföG, aber meine Eltern finanzieren mich. Also von denen kriege ich halt jeden Monat einen Betrag. Ja, dann noch so Plasmaspenden, Blutspenden, kriegt man auch immer ein bisschen. Ja, er geht jetzt mal Sperma spenden, ja. Ja, das ist halt so, man lebt halt ein Studentenleben. Und eigentlich hat man für Band nie Kohle, aber irgendwie muss man halt doch mal was reinpumpen, so. Apropos reinpumpen. Seid ihr so eine kleine Familie? Schon so ein bisschen, würde ich sagen. Also wir haben uns schon alle ganz schön lieb, oder? Er kocht richtig leckere Nudeln immer. Also haben wir in der letzten Zeit lange nicht mehr gemacht, aber sonst haben wir uns nach der Probe manchmal bei mir getroffen und dann haben wir unsere guten Bandnudeln gemacht, ja. Liebe Freunde Bandnudeln, wie ist es, wenn ihr auf Tour fahrt, also auf Tour oder wenn ihr Gigs habt, nehmt ihr euch da ein Stöhnpaket mit oder habt ihr da so ein Ritual an der Tanke, eine Bockwurst oder so? Also Georg ist ja unser kleiner Spießer, der nimmt öfter mal auch ein paar Sachen mit, also ist total, finde ich total gut, aber wir gehen öfters zu McDonald's halt, außer Pato oder Burger King, ja natürlich, also auch keine Werbung, aber Pato ist halt Vegetarier. Und sonst muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben echt gute Erfahrungen mit dem Catering gemacht. Also auch großes Lob an wirklich alle. Als wir in der Schweiz gespielt haben, gab's Käse. Bandnudeln mit Lachs zum Beispiel. Richtig geil, richtig geil. Und haben wir bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. Letztes Mal gab's, also als wir in Cottbus, gab's... Veganes Gulasch. Oh, ich habe auch mal in Cottbus gespielt mit meiner komischen Punkband damals. Und da gab es veganes Risotto. Und das war zum Kotzen. Also wirklich, wir waren da mit Oldshaw Parish und wir haben so diese gelbe, labbrige Kacke mit so Brühe bekommen. Und wir haben das alle gegessen und dann mussten wir davon echt kotzen. Nee, bei uns war, also als wir da in Cottbus gespielt haben, wir dachten auch erst so, veganes Gulasch, wie soll das gehen? Ist ja ein Widerspruch in sich so. Aber irgendwie... Es war lecker, es hat echt fleischig geschmeckt, sag ich mal. Konsistenz war nicht ganz so, wie man sich das bei Gulasch vorstellt, aber der Geschmack war da und deshalb war es eigentlich auch echt, ja, gut. Ja, Aaron hat es noch nicht ganz so rausgehen mit dem Bier öffnen, aber. Apropos Bier, wie ist das so, sauft ihr vorm Gig? Also vor allem die Schlagzeuger? Nee, ich sauf sowieso eigentlich gar nicht. Und ansonsten ist es bei uns eigentlich immer so, dass wir vor dem Auftritt versuchen, alle nüchtern zu bleiben, dass wir ordentlich spielen. Und dafür geht es nach dem Auftritt bei manchen dann ein bisschen ab, ja. Dafür und die Kindergärtner fahren. Wie bitte? Die Kindergärtner, die fahren dann den Bus. Ja, ich muss immer fahren. Ja. Das ist echt ein trauriges Schicksal, wirklich. Also nie trinken und so. Das dann vier besoffene Assis hinten drin. Ach, drei. So, jetzt wollen wir aber auch mal hören, was ihr für Musik macht. Welchen Song wollen wir denn jetzt, wollen wir denn jetzt als erstes hören? Oblivion Awaits, würde ich sagen. Von unserer EP, Concept of Failure. Ja, gleich der Starter. Kann man kostenlos runterladen, die EP, habe ich gelesen. Genau. Ist ja, also hatten wir jetzt auch als CD, ist jetzt leider ausverkauft, aber können. Ich habe noch fünf. Oder ja, fünf CDs haben wir noch, kann man noch. Könnt ihr uns anschreiben, dann verschenken wir die vielleicht, sage ich jetzt einfach mal so. aber ja, kann man sonst kostenlos runterladen, genauso wie die Single. Könnt ihr euch reinziehen und ja. Worum geht's in dem Song? Oblivion Awaits. Heißt er so? Genau, Oblivion Awaits. Ja, okay.
da geht es darum, also den Text habe ich geschrieben, auf unserer EP war es noch so, dass Pato und ich jeweils die Songs geschrieben haben. Und den Text habe ich, also den Text geschrieben und den Text habe ich geschrieben und und den Text hast du geschrieben. Erstmal in drei Worten, worum geht's? Drei Wörter. Gute Frage, das ist immer schwierig so zusammenzufassen. Also es geht darum, dass im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass so wie halt viele Metal-Bands das schreiben, also dass die Menschheit sich halt selber zerstört und Oblivion halt die Vergessenheit, so dass man irgendwann lass doch den Jungen mal ausreden, dass die Menschheit sowieso in Vergessenheit gerät. Das heißt, dass die Menschheit irgendwann nicht mehr so existieren wird, wie sie jetzt existiert. Ist jetzt natürlich sehr grob zusammengefasst. Es klingt ja ein bisschen pastetisch, aber viel Spaß damit. Guten Appetit. Oblivion awaits von Signature Psychopath. Das war der gute Test. Viel Spaß. We'll be right back.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Belly Metal TV wird wie immer präsentiert von WC-Witze. Unser neuer Hyper-Sponsor. Und weil Pato heute noch nicht so viel erzählt hat, darf er heute den ersten Witz des Tages vorlesen. Zum Beispiel den dort. Wie heißt ein überwichtiger Vegetarier? Biotonne. Klasse! Belly Metal TV präsentiert von WC-Witze. Wir sitzen hier immer noch mit Secrets of a Psychopath. Wir haben gerade Oblivion Awaits gehört. Da geht es darum, dass die Menschen verschwinden. Ganz kurz, ja. Gerade ist auch schon ein Mensch verschwunden. Wie hieß er gleich? Martin? Nee. Markus. Markus. Markus musste wieder nach Hamburg auf die Reeperbahn Geld verdienen. Und wir fragen uns jetzt, was sind eigentlich eure Einflüsse? Also ich habe euch gerade schon in der Drehpause, ja, habe ich euch schon gelobt, dass ihr ein bisschen wie Beneath a Massacre klingt, und damit habt ihr gar nicht gerechnet, weil ihr nämlich sonst was hört? Unterschiedliches, also wirklich, wenn Leute uns hören, dann sagen sie meistens, eigentlich vergleichen sie uns nie wirklich, oder, mit irgendwem. Es geht darum, was du hörst. Ach so, was ich höre. Ja gut, okay, Einflüsse bei unserer Musik. Also da ja wirklich ich alleine die Songs schreibe, so mehr oder weniger, sind es ja wirklich nur meine Einflüsse, wa? Ist mal so. Also ich, eine Zeit lang war ich wirklich, das kommt auch immer wieder mal hoch, war ich wirklich sehr inspiriert von The Red Shaw aus Australien. Die gibt es leider nicht mehr. Aber die haben wirklich, eine Zeit lang habe ich die nur gehört. Und bei so ein paar Riffs von der EP, ein, zwei, merkt man das vielleicht? Weiß ich nicht genau. Ansonsten, wir hören sehr viel so Deathcore-Sachen, Born of Osiris, sowas in der Art. So eine gentigen Sachen in letzter Zeit auch. Ich mag auch Architect sehr gerne. Einfach so diese akkordlastigen Sachen, die probiere ich jetzt auch immer mehr einzubauen. Was kann man noch so sagen? Ja, wegen Beneath the Massacre ist... Er ist da ein ganz großer Fan von. Ja. Ich leider meine Shorts. Ich bin nicht Klassiker-Shorts. Ja, weiß nicht. Ansonsten. Missy, ja, du. Ja, geht immer übertrieben auf Misery Singles ab. Ich habe ihn mir zweimal angehört und ja, fand's okay. Aber. Wie ist es als Nachwuchs? Fast schon, der Untergrund ist, seid ihr ja nicht. Als Nachwuchsband seht ihr euch da einem Druck ausgeliefert, einerseits so kreativ und eigenständig wie möglich zu wirken und andererseits aber die Musik, die euch geprägt hat, wieder also zu reproduzieren, mehr oder weniger, sodass man vielleicht auch die Chance hat, irgendwann von einem Label entdeckt zu werden, das sagt, oh, die klingen ja geil, die klingen ja so wie die und die, das ist ja cool. Oder also seid ihr unter so einem Druck, erstens nicht kommerziell wirken zu wollen und andererseits kreativ euch darstellen zu wollen? Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ja. Der Zwiespalt zwischen Geld und Individualität. Ja, wir probieren auf alle Fälle, so unsere eigene Musik zu machen, die es so noch nicht direkt gibt, aber die trotzdem bei den Leuten sehr gut ankommen soll. Also ob uns das gelingt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Nein, aber also wir wollen auf gar keinen Fall klingen wie irgendeine andere Band oder irgendeine Sorte von Band. Haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht? Wäre schon ein fettes Ziel auf alle Fälle. Also es wäre schon ein Ziel, irgendwie ein Label zu bekommen. Das ist alles schon ein bisschen einfacher, wenn man dann unterstützt wird, so finanziell und also überhaupt. Also natürlich werden wir, wenn wir das Album aufnehmen, werden wir natürlich vorher probieren, mit Labels in Kontakt zu treten. Ja. Das ist mal eine eindeutige Aussage. Also nein, also so bringt es natürlich jetzt in der Zeit, wo wir jetzt gerade nicht viel rausbringen, sondern eher so viel spielen und sowas und Erfahrungen sammeln, so bringt es natürlich jetzt nichts, sich ein Label zu suchen. Wir haben einen ganz coolen Booker und viele Freunde, die uns da helfen, aber... Befreundete Bands? Befreundete Bands, genau. Zum Beispiel Mats, ne? der coole Typ, ne? Wegen dem ich so fertig bin heute. Der hilft uns zum Beispiel auch viel mit Konzerten. Und natürlich, wenn wir dann unser Album aufnehmen, dann machen wir das auch wirklich, also so professionell, wie es geht. Und dann auch mit Label und, also wenn es klappt, so wirklich so professionell, wie es geht, ja. Was haltet ihr von so Kickstarter-Projekten, Crowdfunding? Ihr habt ja so 2.500, 3.000 Facebook-Freunde. Wenn davon 100 Leute sagen, okay, ich gebe euch 10 Euro, dafür kriege ich aber das Album, wenn es fertig ist, habt ihr 1.000 Euro für die Produktion. Ist das geil? Ja, dazu kann ich ganz kurz was sagen, weil ich das vorgeschlagen habe.
ich bin, also einerseits finde ich das schon sehr gut, muss ich sagen. Andererseits ist da auch so ein gewisses, wie kann man das nennen, so, ne, ich habe da auch so ein bisschen Zweifel. Also ich kann das bei uns nicht einschätzen, wie stark da unsere Fanbase ist. Und natürlich wäre schon geil, wenn wir da jetzt sagen würden, ja, wir bräuchten, also wir würden jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Album aufnehmen, würden wir niemals sagen, ja, wir brauchen jetzt da 2000 Euro oder sowas. So, weil würden wir nicht erreichen, meiner Meinung nach. Sondern wenn natürlich jetzt wir von Leuten hören würden, ey, die würden uns gerne unterstützen beim Album und würden auch gerne vielleicht genannt werden und was weiß ich, überlegen wir uns das vorher und, ja, wie kann man das, ja, das ist schwierig zu beschreiben, also. Also ist noch alles in der Mache und so, aber na, ist nur ein kleiner Tipp auch an alle da draußen, wenn ihr irgendwie endlos viele Fans habt oder lasst es 1 Euro sein und wenn 100 Leute Spende habt, dann Huni wenigstens für Luftballons oder so. Also, ja, also Luftballons sind cool. Luftballons sind schon mal mega cool und Kickstarter-Projekte sind auch richtig cool. Nee, aber also es hat wirklich einen Sinn, und weil die Fans einfach wirklich daran teilhaben, sie kriegen halt auch was dafür zurück, ne? Und ihr da draußen am Bildschirm. Ja. Geil. Du bist ja auch noch ein bisschen anderweitig unterwegs. Ich beende erstmal hier kurz das kleine Kapitel. Wer seid ihr eigentlich? kommen wir jetzt dazu, was macht ihr eigentlich noch außerdem? Achso. Du zum Beispiel. Ja, zufällig. Aaron. Ich bin gerade in der Planung eines Samplers für Berliner Bands. Der wird Berlin Finest heißen und hat richtig geile Bands aus Berlin dabei. Als da wären Almighty, Placenta, Constellations, Abandon the Past, unsere Bros, An Evening Dawn. Sind die aus Berlin? An Evening Dawn ist aus Berlin, ja. Okay. Wen haben wir noch? Wann habe ich Placenta, Constellations, An Evening Dawn, Suck My Chainsaw. Und da auf dem Sampler werden halt auch neue Songs dabei sein. Halt nicht nur alte Sachen, sondern auch neue Songs. Auch aus Potsdam haben wir Grief dabei. Total viele. Second Hand Hero, The Marinify Effect. Sehen wir übrigens in der nächsten Sendung. Genau. Behead the Broken Queen. Also richtig viele Bands. Und soll ich was zum Konzept sagen? Ja, wie sieht es aus? Wird es ein physischer Tonträger oder kann man sich den runterladen und überall streuen? Beides. Es wird einerseits zum kostenlosen Download angeboten. Das heißt, ihr kriegt ein Album in Anführungsstrichen mit 15 Songs, werden es ungefähr sein, von 15 Berliner Bands oder Brandenburger Bands, Berliner Brandenburger Bands. Und man kann auch den Sampler bei den Bands kaufen. Die höchste Summe, sag ich mal, ist 5 Euro. Das kann jede Band für sich selber entscheiden, dachte ich mir. Aber höchstens 5 Euro, damit es halt nicht so krass kommerziell ist, sag ich mal so. Und die können die auch verschenken so. Und der Sampler wird auch bei Pitcam hochgeladen. Das heißt, ihr könnt es auch bei YouTube anhören. Wird auch im Radio gespielt bei Fritz. Und Fette Sache. Bin ich absolut dafür. Gibt es sowas wie eine Release-Show, ein kleines Konzert? Das Release-Datum ist noch nicht ganz, ganz gesetzt, weil ich halt noch in Verbindung mit Partnern stehe. Und ich zum Beispiel... Partner? Ja, mit Pitcam und sowas. Also sowas. Marco, komm aus dem Arsch. Sowas wollte ich jetzt nicht sagen, aber also halt weitere Wege halt finden, wo man das noch gut releasen kann. Und ich warte halt auch noch auf ein paar Bands, die halt jetzt gerade ins Studio gehen und die noch nicht genau wissen, wann sie einen Song fertig haben, zum Beispiel Grief aus Potsdam. Und ich hätte halt schon gern einen neuen Song drauf von den Bands. So, deswegen ist es ganz gechillt. Ich sag mal so, also auf jeden Fall Sommer, vielleicht Ende Mai oder sowas wird es was. Hat sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben, aber er kommt auf jeden Fall. Und ihr könnt euch freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind echt dicke Songs drauf. Wir sagen euch auf jeden Fall auch nochmal Bescheid, wenn es dann soweit ist, endlich. Ja, jetzt haben wir den formellen Teil beendet. Wir können uns zurücklehnen und entspannen. Was macht ihr eigentlich in eurer Freizeit so? Ja, was macht man so? Ich mache eine Ausbildung. Nee, ist ja nicht. Freizeit! Sport. Und Bier holen auch? Ich habe gerade gemerkt, mein Bier ist alle.
Soll ich mal Bier holen? Ja, mir ist das geil. Mir ist egal, wer ist Biersklave? Nee, ich will schon ein neues. Voll, willst du ein neues? Ja. Oder. Das nimmst du jetzt einfach nicht an. Nee, ich will ja auch, dass du nicht verdurstest, zum Beispiel. Nee, hier da im Kühlschrank. Sehr gut. Die Jungs haben Erfahrung. Hey, was treibst du so? Ja, also ich habe Schlagzeugunterricht und Klavierunterricht und dann übe ich halt dafür immer und prüge mir unsere Songs ein, sitze manchmal am PC und versuche irgendwie so Elektro-Dubstep-mäßig was auf die Reihe zu bekommen. Du programmierst euch auch eure Einspieler, ne? Ja, genau. Ich programmiere uns dann immer die Samples und Clicktracks und so ein Scheiß. Und kriegt man die Tage schnell rum. Also ihr habt einen richtigen Musiker in der Band. Wie fühlt man sich da? Hat auf jeden Fall einen Sinn. Also ohne Georg wären wir auf jeden Fall nicht so strukturiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Georg ist da immer so der feste Punkt. Man weiß, man kann sich auf Georg verlassen. Ja, ist sehr positiv. Und du bist dann eher der Öffentlichkeitsarbeitstyp und Designer? Ja, genau. Ich design die Sachen bei uns. Ich design auch Sachen für andere Bands. Und ja, das ist auch das, was ich in der Freizeit halt gerne mache. Außer den üblichen Sachen, zum Beispiel Fußball und sowas. Ne? Aber wie gesagt, Arbeit der Klasse. Das ist so, ja, das ist ganz gut aufgeteilt in der Band halt. Beppo kümmert sich um die Songs, also sie zu schreiben. Der Beppo, ne, pass auf du, so nicht. Du, ich war gestern noch in Leipzig auf dem American Festival. Oh. Gestern, vor 3 Wochen meine ich natürlich. War schön, Architekt waren auch da, die haben Leute kaputt gemacht vor der Bühne direkt. Denen wurden die Haare ausgerissen, der Sound war grottig und so. Oh. Ja. Was war dein Hobby? Mein Hobby ist eigentlich meine Band. So. Arbeitstier. Mach doch nicht den Bierkasten kaputt. Ja. Du Schuft. Nee, was habt ihr jetzt als nächstes vor? Wir strahlen ja international aus, also spielt ihr demnächst in Korea? In Korea nicht, aber wir spielen jetzt nächste Woche in Hamburg und Delmhorst, ist irgend so ein Nest in der Nähe von Hamburg. Ja. Ja. Dann spielen wir mit Napoleon in Berlin. Wann war das? Napoleon? Ist er nicht tot? Nee, nicht mit dem. Hier, wie heißt er? Nein, wir spielen mit der Band Napoleon aus. Aus UK? Woher denn? Was? Siehst du. Und danach? Da sind die, oder? Danach spielen. Wer weiß, woher Napoleon kommt, der ruft bitte bei uns jetzt sofort an. Der kann ein Shirt von euch gewinnen. Die Nummer wird unten eingeblendet. Habt ihr eigentlich Merch? Merch haben wir zurzeit endlich mal wieder, ja. Wir haben ein schwarzes T-Shirt und ein weißes, gibt es auch online zu erstehen. Wo spielt ihr nach Delmhorst? Ich stell die Fragen noch mehr durcheinander, ey. Schuhgröße? Und du lernst Klavier. Meine. Achso, vom Blatt anspielen, ne? Ja, ich steht ja immer, was man spielen soll. Na, was denkst du, warum ich den Notenständer da stehen hatte? Ja, verdammt, stimmt. Er hat übrigens einen Notenständer am Schlagzeug. Kein Notenständer für die Hamburger Freunde unter euch, ein Notenständer. Ja, und sonst? Wollt ihr noch was loswerden? Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, an die Leute, die wirklich zu jedem Konzert von uns kommen, das ist, also gerade in Berlin, ist für uns wirklich das geilste Gefühl. Auch wenn es manchmal nur 3 Leute sind, aber gerade die, ja, natürlich sind es mehr Leute, aber jetzt so wirklich, es gibt immer so ein paar Leute, auf die du dich wirklich verlassen kannst. Und danke, ihr zwei. Also jetzt mal von dem, wirklich von unseren Freunden abgesehen, die halt immer kommen, sondern von denen, die wir halt jetzt nicht direkt kennen, aber die trotzdem immer kommen, finden wir mega klasse und dass ihr uns supportet und dass wir es jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, so weit geschafft haben. Natürlich sind wir noch lange nicht am Ende, aber bla bla bla. So, und für die Leute da draußen, die Secrets of a Psychopath alias Soap noch nie live gesehen haben, gibt es jetzt noch einen fetten Song, der heißt? In Cycles. In Cycles ist ein neuer, auch natürlich noch nicht aufgenommen, in perfekter Soundqualität, jetzt für euch da draußen. Mir ist übrigens gerade die Hose geplatzt, vor Freude. McDonalds-Hose? Ja, ich habe einen McDonalds-Gürtel, richtig. Geil. Ich habe da mal gearbeitet. Ja, Markus auch, ne? Ja, Markus hat ja irgendwie 1,5 Jahre oder so gearbeitet. Und jetzt bei Shell. Oh Mann. Warum arbeitest du da jetzt nicht mehr? Ja, war scheiße, ne? Ja, das verstehe ich. Ja, so Studium. Na gut, liebe Freunde, wir bedanken uns ganz herzlich bei Secrets of a Psychopath. Habt ihr euch nicht mal nach einem besseren Namen umgeguckt? Psychopath kann man ja nicht aussprechen. Also, ich seh das schon so ein bisschen, das, ne? Also, der Name
Also du hast es zwar nicht gefragt, aber der Name kam halt von einer unserer Lieblingsbands damals. Interessiert mich auch gar nicht. Liebe Freunde, wir haben keine Zeit mehr, deswegen zieht euch die Band rein, www.secretsofpsychopath.co.uk und facebook.com/secretsofpsychopath Metal und so weiter. Guckt sie euch an, demnächst in Berlin am 15. Juni. Viel Spaß mit Secrets of a Psychopath und in Cycles. Go! Winkt nochmal. Dieser Song heißt Cycles. Sechs verdammte Karten ziehen lassen, du Hurensohn. Wer viel hat, kann viel geben. Ja? Mal auf. Mal. Und ich wünsche mir Herz.
So. Berlin Metal TV, wir sind wieder zurück. Das waren Secrets of a Psychopath. Drei schöne Songs, ein schönes Interview. Verrückte Jungs, die waren ein bisschen kaputt, aber wenigstens haben sie Humor. Sinn für Humor. Waren die nicht auch so wieder bekifft? Nicht so wie du. Nee, Aaron, der Sänger, der war noch ein bisschen breit. Der hat dann noch eine Stunde in der Ecke gelegen und gepennt, aber. Aaron macht doch noch ganz andere lustige Sachen, oder? Ja, haben wir hier drüber geredet. Der macht diesen Sampler Berlins Finest. Ich hab vergessen, dass schon ein Interview war. Ja. Gut. Nicht so schlimm. Ach, jetzt verstehe ich auch, was du am Anfang meintest. Genau. Ah. Ja, ja, das ist manchmal gar nicht so blöd, was ich erzähle. Willst du eine Kartoffel? Ja, hast du noch Kartoffeln? Ich habe nur eine Kartoffel. Gib mir eine. Wir haben auch gar kein Bier geäxt, wollte ich nur mal sagen. Muss auch nicht sein, oder? Da machen wir noch. Okay, machen wir ganz am Schluss. Muss man die schälen? Du kannst doch so reinbeißen. Knackel. Bist du die nicht? Ja, lass mir was. Hast du die ja mitgenommen? Dann hast du schon meine Frit weggegessen. Ne, lustige Sache. In den USA hat die erste internationale Konferenz der Metal-Wissenschaften stattgefunden. Wer sich für sowas interessiert, kann auch mal nachschauen. Ja. Viel lustiger ist aber, dass die Frauenquote gescheitert ist im Bundestag vor 3 Wochen. Das heißt, das Mittagessen ist sicher. Den Witz hat er sich selber aufgeschrieben. Steht auf meinem Zettel. Riech mal. Riecht nach deiner Poperze. Ja, ich habe ja auch reingefurzt. Ja. Woher weiß ich eigentlich, wie deine Poperze riecht? Wir sind zusammen. Ja. Wir sind Partner. Hm. Hast du es endlich eintragen lassen? Sieht auch so aus wie seine Poperze. Okay, los. Was denn? Achso. Das fühlt sich so verdammt echt an. Weil ich muss noch reinspucken, sonst. Geh weg, du Winkel! Jetzt geht's besser. Ah, jetzt geht's. Jetzt kann ich auch die anderen 4 Finger nehmen. Ja. Au! Aua, aua, scheiße Fotze! Scheiße Fotze, Arschloch. Wir bieten übrigens in unserem Merchandise-Store Poperzentüten an. Original Axel Poperzentüten. Kannst du nicht hier so ein lustiges Tuch nehmen? Ach ja, stimmt, wir haben ja Witzklopapier. Oh, ich habe übrigens eine Karte vergessen, mit der ich das Kokain gelegt habe. Ah, das Herz Ass, das ist mir schon aufgefallen. Ist sie, ah, weil du alle Karten hattest, oder was? Ja, du musst ja 6 ziehen, du Arsch. Das ist ein bisschen unfair. Das sage ich auch immer am nächsten Tag nach einer Party. Ich musste 6 ziehen. Wer es übrigens nicht weiß, ich wohne jetzt in Leipzig. Ich komme einmal im Monat her und knutsch wild rum mit Axel. Und in Leipzig fand vor 3 Wochen das Empiricon. Naja, das spritzt. Das Empiricon Festival statt. Das Empiricon Festival spritzt? Nö, das war in Leipzig. Spritzt ab 15.30 Uhr kein Bier mehr aus, ne? Ja, richtig. Da war 3:30 im Backstage das Bier alle. Wir die Halle war viel zu groß. Wir sind so dran gewöhnt, ja. Hier nicht zu bezahlen. Ja, sorry. Presse kriegt kostenlos Bier. Diesmal leider nicht schlecht. Der Sound war übel mies. Die Halle war groß und voll. Und draußen war schönes Wetter in Paragon. Wenn ihr wieder ein Festival machen solltet, macht's draußen. Ach, das macht so einen Spaß. Ich will nicht rangeln, ne? Hassig. Ja, du bist ein Brutalo. Ja, bevor wir über das Empiricon-Fest weiterreden, apropos Rangeln, was ist das eigentlich für eine Scheiße? Sagst du Rangeln? Hast du früher gerangelt? Ich hab Campeln gesagt. Genau, man hat nämlich gecampelt. Richtig. Also Freunde, wenn ihr nicht ganz sicher seid, ob es Rangeln oder Campeln heißt, es heißt Campeln. Richtig, es heißt Campeln und das bleibt dabei. So, kommen wir jetzt zur Metal-Vorhersage. Wir sagen euch, welche Berliner Metal-Bands in Berlin wann und wo spielen. Kommen auch wieder lustige Clubs drin vor, die wir gar nicht kennen. Wie dieses Jugendhaus Hollywood, wo Treep gespielt haben oder so. Übrigens Treep, Nee, diesmal leider nicht. Gut, ich fange an. Heute ist der 7.5. Ja. Deswegen morgen Mittwoch am 8.5. ab 18 Uhr im SO 36 findet Emergenza statt, wie jedes Jahr. Abzockeveranstaltung mit. Nee, also das lese ich nicht vor. Na gut, mit Road Not Taken und ganz wichtig, mit anderen. Anderen. Wer ist eigentlich die anderen? Die spielen öfter mal. Ja. Aber was auch lustig ist, ist, dass ein Tag später schon wieder
Emergencer. 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 Ist und zwar mit unseren Freunden, oder? Ja, unsere Freunde von Universal Mind oder auch, wie sie eigentlich heißen, The Black Pony. Genau. Und Forkunia. Nee, Black Pony waren cool, oder? Black Pony waren super. Also ich glaube, aus dem wird mal was, weil die sind doch schon pro. Ja. Was soll man da groß drum rumreden? Ja. Nö, aber Black Pony mochte ich halt schon immer. Ja. Sind doch ganz süß. Ja. Und dann am Samstag, ne? Samstag, 11.05. ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr. In der Linse, Frankfurter Allee, Killed by Thrash Tour mit. Musik auch mal anzeigen. Also, auch mal anzeigen, ne? Nee, mit The Outside, Hatred und Amalaya. Und First Aid. Genau. Und bei The Outside spielt leider nicht mehr unser türkischer Metallmann. Halit ist nicht mehr bei The Outside? Nein. Der hat jetzt TXL, eine neue Band. Tegel, die machen ja Deutschrock. Ja. Werden die Tegel ausgesprochen, obwohl sie TXL heißen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, weil Halit halt seine Wurzeln loswerden will, möchte er mit der Musik Freiwild-Fans begeistern. Ah, das ist natürlich... Am selben Tag, Samstag, 11.05. ab 20 Uhr im Werk 9. Underground Core, präsentiert von uns, Berlin Metal TV. Hast du hinbekommen, ja? Ja, ein langer Kampf. Mit Recoil into Pain, Dominant Red, Exopan, die sich ja leider auflösen werden. Selfmade Savior. Nicht aus Berlin leider. Und Lucid Dreamer. Im Werk 9 kommt da hin, kostet auch nur 5 Euro, sind blutjunge und wilde Bands. Die haben sich bestimmt. Zieht sie euch rein. Die letzte haben sich bestimmt nach Inception benannt, wa? Ja, denke ich auch. Und dann. Eine Woche später, Freitag. 17. Mai. Schon wieder in der Linse. Wieder in der Linse. Da spielen Schreik. Schreik! Schreik! Da schreik immer so rum. Mit King Machine und Big Whale. Ja. Und der Eintritt ist frei. Eintritt ist frei, denn Schreik feiern Record Release. Ist es dann, dass die wollen. Nee, ist doch ein Fug. Die wollen dann, dass die Leute sich die Platte kaufen oder ein T-Shirt oder so. Ist doch, finde ich gut. Ist ein fairer Deal. Naja, dann machen wir mal weiter. Ja, einen Tag später, 18. Mai. 20 Uhr im K17, Niflheim, Volcano, The Stone und Ironwitch aus Berlin. Den ehemaligen Schlagzeuger von Volcano hatten wir schon mal zu Gast, Mark Rain. Cooler Typ. Aber hätte er nicht meine Freundin angemacht, wäre ich auch sein Facebook-Freund geworden. Na gut. Werdet unsere Facebook-Freunde. Richtig, hier zwei Termine haben wir noch. Samstag, 18.05. im K17, 20 Uhr, das haben wir gerade vorgelesen. Tag später, Sonntag, im Slaughterhouse um 20.30 Uhr. Ach, übrigens, am Samstag, 18.05. im K17 auch die Drop the Bomb Party. Richtig. Mit Any Given Day. Stimmt, habt ihr jetzt erst neu dazu gemacht, ne? Am selben Tag, am 19.05. im Slaughterhouse. Wie gesagt, Defeated Sanity zurück aus Russland, wenn sie es überlebt haben, zusammen mit Pickhead im Slaughterhouse. Schweinekopf, Schweinekopf. Am Pfingsten, Schweinekopf. So, das war unsere große chaotische Metal-Vorhersage. Ja. Ging mir ein bisschen zu schnell. Ja, fand ich auch. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wer spielt. Nee. Kommst du morgen mit zu Fintroll? Ja. Heike eigentlich erst gedacht, dass das Türvorbands sind, ne? Sind sie aber nicht. Sind die aus den Angeln? Spielen Keep of Carlesson. Ah, die sind aber auch ganz gut. Die haben mal beim Eurovision Song Contest mitgemacht, ne? Echt? So wie Lordi? Vorentscheid, glaube ich. Nee, waren die weiter? Lordi waren, nee. Ja, ich ja. Keep of Carlesson nicht, ne? Doch, die haben mit diesem Geiger, der das Jahr davor gewonnen hat. Alexander Schnabel-Tassen. Violinovic. Genau. Spielt er nicht bei Freiburg? Ja, bei Freiburg, richtig. Also kommt er nicht auf Freiwild her? Aus Freiburg? Mhm. Oder aus Alexander Violinovic? Nee. So, jetzt noch ein Gag zum Abschluss. Meinst du? Aus der Pistole, komm. Treffen sich zwei Lokführer. Nee, möchte ich nicht. Ist so lang, ey. Warte. Ja, es tut uns leid, die Sendung ist ungeschnitten, deswegen können wir die langweiligen und langsamen Sachen nicht rausschneiden. Kommt ein Zyklop zum Augearzt. Ja, der ist okay. Fand den schön. Freunde, schaltet wieder ein das nächste Mal, wenn es heißt Berlin Metal TV am 21. Mai dann mit, wie heißen sie gleich? The Marilyn Effect. The Marilyn Effect, Punkt. Vielleicht. Vielleicht. Wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dann geht auf Facebook. Oder schreibt uns eine Postkarte. Wir mögen euch. Nicht. Weil wir nicht wissen, wer ihr seid. Es juckt. Es juckt. Warum hast du eigentlich dieses Bandana? Weil ich Bananen-Fan bin und immer Banana dazu sage. Gib mir mal meine. Okay.
kämmen dir doch die Augenbrauen nach hinten. Deine Schultern sind spiegelverkehrt, das geht nicht. Hier, Charlie the Unicorn mag hier. Ich steck meine Banane in mein, eine reife, feine, kleine in mein Lieblingsohr hinein. Seid ihr noch dran? Wer bis zum Ende zugeguckt hat, der schreibt uns mal in die Kommentarbox bei YouTube. Also wirklich, wer wirklich bis zum Ende geguckt hat, der schreibt uns bitte bei Facebook oder YouTube. Brauchst du die noch? Ja, ich würde die gerne essen. Okay. Ah, kein Maul. Hab ja auch eine halbe Kartoffel bekommen. Wirklich, ich esse gerade Chips. Die schmeckt doch gar nicht. Ja, für ein Bananenbier. Na gut, Bananenbier ist lecker. Warte. Hör mal auf. Gib mal her. Ich mach dir ein leckeres Bananenbier. Jetzt neu vom Berliner Pilsner. Berliner Pilsner Banane. So, ja. Weil ihr uns ankotzt, schalten wir uns weg. Sagt Tschüss. Tschüss. Top-Sendung. Ja. Wir haben noch nie was Besseres gemacht. Schmeckt gut. Schön, wie viel Drops die Baum noch rein dran. Verrückt. Schlüssel. Muss man den Korb mitziehen. Ist wenigstens was drin. Ist irgendwie geil. Sieht aus wie dein Penis. Ja. Schmeckt bestimmt auch so. Ja, Vogel.